Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Wir spielen diesmal Mr. Game & Watch auf 8.1. Und ich habe ein paar Attacken customized und ich muss da noch was sagen, was ich beim letzten Mal schon sagen wollte und es vergessen habe. Darum werde ich es dieses Mal sagen, aber erst wenn der Kampf losgeht. Na, erstmal die customized Attacken zeigen. Wir haben großes Essen. Das ist ziemlich cool. Wow. Das nennt sich Sternkoch, der Angriff, und man schießt wirklich riesengroße Lebensmittel umher. Das ist ganz cool. Und ich habe den Angriff, wo man hochspringt, etwas verändert. Man springt jetzt schneller und macht mehr Schaden oder überhaupt Schaden. Das habe ich nicht ganz rausgefiltert. Man hat vielleicht vorher keinen gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt welchen. Das ist ja egal, warum. Wir machen welchen und gut. Mr. Game & Watch steht mir eigentlich ein bisschen besser als Duck Hunt Duo, sagen wir es mal so. Das sind zwar beide steinalte Charaktere in dem Sinne, aber Duck Hunt Duo ist einfach nicht so intuitiv für mich gewesen, sagen wir es mal so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Ich hatte das Gefühl, bei Duck Hunt Duo, ich drücke nur random auf irgendwelchen Tasten rum. Wobei ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich mache mit Mr. Game & Watch nicht viel anderes. Außer also ich habe Essen in der Hand. Dann ist das anscheinend ganz gut. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, was ich gerade für einen Angriff gemacht habe. Ich dachte, das wäre der Sound vom Spotten. Darum seltsam. Vielleicht steht mir Mr. Game & Watch doch nicht so toll. Ich weiß es nicht. Na. Na. Ich will doch ein bisschen Juggler spielen. Lass mich mal. Danke. Toll. Ah, perfekt. Ich habe einen Angriff hinbekommen. Ich muss ein bisschen Acht nehmen. Da hat jemand seinen komischen K.O.-Schlag. Sehr gut. Jawoll. Danke. Da musste ich mich jetzt etwas zusammenreißen. Das hätte auch schnell nach hinten losgehen können. Wie dem auch sei. Was ich vorhin schon angedeutet habe, ich habe was zu sagen. Es gibt ein paar Charaktere. Olimar beispielsweise. Oder auch der Wii Fit Trainer. Die ich bis jetzt nicht gemacht habe. Warum ich die nicht gemacht habe, weiß ich nicht so ganz. Entweder kam mein Charakter dazu und es hat das Raster quasi verändert. Oder ich bin mit welchen Charakter nehme ich als nächstes abwechselnd im Story-Modus, ich nenne es mal Story-Modus oder klassischen Modus gewesen, und in dem Charakter-Customize-Studio, weil da ist die Anordnung der Charaktere eine andere, weil es das Zufallsfeld da zum Beispiel nicht gibt. Und ja, ich habe die quasi übersprungen. Und jetzt weiß ich bei den Charakteren nicht so ganz, was ich tun soll. Soll ich die jetzt auf 8.1 versuchen? Kommt natürlich darauf an, wie das hier bei uns läuft. Oder soll ich die auf dem Schwierigkeitsgrad machen, den sie eigentlich hätten haben müssen? Was natürlich ein bedeutend kleinerer Schwierigkeitsgrad ist, als das, was wir jetzt gerade machen. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie doof ist. Ach, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist zurzeit das Problem von mir. Das ist etwas blöd. Ach, schade, ich habe gehofft, das würde noch besser treffen. Na, oh mein Gott, ich habe 3D-Ohren. Sehr schön. Es ist ein Traum. Ah, das nehme ich gerne. Das ist eine seltsame Welt. Ich glaube, die habe ich noch nie auf dem Motorboot gehabt. Verrückt. Ja, soll mir recht sein. Ich habe das Spiel übrigens noch nie gespielt, das Originalspiel dazu. Ich habe leider keinen. Also Wii Motion Plus habe ich, aber ich habe nicht das Spiel. Wie hieß es denn? Mii Sports Resort oder so? Das habe ich leider nicht. Hätte ich gerne. Ich habe es bei einem Kumpel gespielt und fand es eigentlich ganz cool. Indem er denen da Probleme gemacht. Aber selber besitzen werde ich wahrscheinlich. Also wenn ich es nicht nochmal billig bei Amazon oder so finde, dann werde ich es wahrscheinlich nicht kaufen oder eBay. Mal gucken. Aber, Ja, und ich muss sagen, ich bin sehr traurig, dass die Wii U jetzt anscheinend offensichtlich wirklich schon gestorben ist. Auch für Nintendo selber ist es das wohl. Dabei war sie eine so innovative Konsole, die tatsächlich sehr viele Chancen verspielt hat, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Gerade auch bei solchen Spielen wie Mario Kart 8 hätte man getrost den fünften Spieler zum Beispiel auf den Display anzeigen können. Warum hat man das nicht gemacht? Oder man hätte das Display generell sinnvoller benutzen können. Stellt euch das mal vor, das ist zum Beispiel ziemlich geil gewesen, das habe ich auch bei anderen im Video schon gehört, wenn man zum Beispiel Double Dash mäßig im Mehrspielermodus spielt, dass der zweite Spieler die Items mit dem Gamepad wirft und quasi kameratechnisch die Strecke sieht und hin und her zielt. Das wäre so cool gewesen, dann hätte man richtig gezielte Panzerschüsse machen können, aber das ist leider nie passiert. Und das bei der Konsole, wo ich mir sowas aber irgendwo erhofft habe, weil sie hat nun mal vorausgesetzt, dass die Spiele zwei Bildschirme als Merkmal haben und dann ist da quasi nicht so viel passiert.
Auch bei Smash Bros. Gerade sehe ich nicht so viel von den zwei Bildschirmen. Was ich aber ganz okay finde, bei Mehrspielermodus sollte ja jeder die gleiche Chance haben. Aber gerade wenn man jetzt alleine spielt, so ein kleines Bonus-Ding, so ein Mini-Feature, warum nicht? Das wäre schon cool gewesen. Das Ding nervt ein bisschen. Ich mach mich mal zur Krake. Das ist echt auch overpowered. Wenn man die einmal mit der Krake trifft und die quasi nicht mehr wegkommen. Dadurch, dass man die frei steuern kann, ist sie so ein Instant-Win eigentlich. Na gut, wir haben die Runde geschafft, war jetzt mehr Glück als Verstand und gut gespielt haben wir auch nicht. Aber ich musste etwas traurig finden, dass die Wii U ihre Chancen so verspielt hat. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass die Werbung von der Wii U einfach schlecht war. Man zeigt nicht eine neue Konsole und zeigt dabei eigentlich genau das gleiche, was die alte Konsole auch schon hat. Und zeigt nur ganz beiläufig mal, wo die Konsole steht. Weil es hätte auch einfach nur eine Erweiterung der Wii sein können, wie das Balance Board selber auch eine war. Das war einfach doofes Marketing. Aber na gut, sie haben draus gelernt. Ich bin gespannt, wie die Wii Switch wird. Ich werde sie mir auch definitiv kaufen. Ich hoffe, es wird schön und nicht doof. Und es würde vielleicht sogar auch Let's Play-technisch die Pforte zu einem neuen Reich eröffnen. Und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ich muss schauen. Es sind natürlich noch sehr viele Spekulationen übrig und ich möchte das in einem Vlog machen. Das habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Video gesagt. Der Vlog ist bestimmt schon längst passiert. Ja, genau. Ihr habt wahrscheinlich den Vlog schon gesehen. Wenn nicht, dann dürft ihr ihn jetzt anklicken. Es kommt ja, wie es aussieht, ein Pokémon-Spiel für die Switch raus. Und wir haben bis jetzt noch kein Pokémon-Let's Play auf diesem Kanal, soweit ich weiß. Das liegt daran, dass ich das einfach nicht gescheit aufnehmen kann und eigentlich ein schönes Bild bieten möchte. Das soll ja kein Quatsch sein. Und wenn aber tatsächlich die Wii Switch rauskommt, also wenn Pokémon für die Wii Switch rauskommt, dann kann ich wahrscheinlich das Pokémon-Spiel aufnehmen, weil die Wii Switch wahrscheinlich nur einen HDMI-Anschluss hat. Und den kann ich natürlich aufnehmen. Das ist ziemlich cool. Und das macht mir Hoffnung. Dann könnte ich vielleicht endlich auch Competitive-Kämpfe zeigen und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. So, das war jetzt das, was ich eigentlich im Vlog auch als Hauptaugenmerk benennen wollte. Ich werfe mal kurz mit Essen um mich rum. Pikachu ist der einzige noch, ja? Gut, dann kümmern wir uns mal um Pikachu. Jetzt kann ich mich auch endlich wieder auf den Kampf konzentrieren. Und ich werfe wieder Essen. Na, lande mal. Ach Mist, ich hab gehofft, es wird auf dem Boden stehen, wenn ich den Powerblock werf. Dann halt nicht. Ich hab den Sound geglitscht irgendwie, okay. Naja, was soll's. So, das war jetzt das letzte Ereignis, was ich eigentlich noch aus dem Vlog nochmal aufleben lassen möchte, für die, die ihn nicht gesehen haben, weil ich habe gemerkt, dass die Pokémon-Videos doch ganz schön gut ankommen. Das war gerade seltsam, wie sich die Figuren verschoben haben. Ja, demnach werde ich demnächst wahrscheinlich versuchen, irgendwie noch andere Pokémon-Videos zu machen. Noch ein paar Tutorials. Wahrscheinlich wird noch ein Zucht-Tutorial und ein Shiny-Tutorial zu Sonne und Mond selber kommen. Da habe ich zumindest jetzt schon die Skripte geschrieben, sage ich mal so. Und das Zucht-Video, das ist sowieso eine Collab mit FireMG. Ich denke mal, das ist noch nicht online. Darum ist das jetzt eine kleine Preview auf das, was noch auf dem Kanal kommen wird. Freut euch also. Im Moment möchte ich aber das Fire von Zelda bitte loswerden, danke. Das hat leider nicht so geklappt, wie es wollte. Ach, und das auch nicht. Na gut. Na. Ich muss sagen, das mit dem großen Essen ist irgendwie witzig. Oh, vor allem fliegt das ziemlich weit tief runter. Das ist cool. War das mit dem anderen Essen nicht so, dass es irgendwann in der Luft verschwunden ist? Wie weit fällst denn du? Okay, du fällst auch nicht bis zum Boden. Dann habe ich mir das vorhin wahrscheinlich nur falsch eingebildet. Nein, Zelda, lass mich bitte in Ruhe. Oh Mist. ja, das war natürlich geplant. Ich habe vergessen, dass mein A-Angriff nach unten zu schnell ist. Oh, ich muss hier weg. Mit der Superpille ist nämlich leider nicht zu spaßen. Au! Okay, gut. Friss das. Oh, ein Genesect. Jetzt habe ich aber ziemlich gute Pokémon. Oder ziemlich gute Trophäen erwischt. Werfe ich mal noch mein Essen dazwischen.
Sehr schön. Komm schon. Ah, Mist. Da hat er mein Leben geklaut. So ein Fiesling. Nimm das. Flieg auch in den Abgrund. Sehr gut. Oh, Eis. Eis, 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 Eis. Sehr gut. Oh, komm schon. Na? Ich sehe mich nicht. Das ist echt... Ah, oh, da war eine Falle. Deswegen habe ich mich nicht mehr bewegt. Oh, ist das nervig. Gut. Ja, da wird er nicht rangehen. Aber das wird's gewesen sein. Oh, war das anstrengend. Die blöde Metallkugel. Das möchte ich bitte nicht noch einmal so. Okay, sehr schön. Na, wir haben die fünfte Runde gemeistert. Ach so, das war auch... Na gut, okay. Das war sowieso ein Special-Gegner von der Costume-Meist-Runde. Dann haben wir jetzt Timmy. Dann die Hände und dann die Festung. Und dann hoffentlich das Ende des ganzen Spuks. Ich muss nochmal schauen, welche Attacken ich nach oben mache. Wegen dieses Strahlenkanonen-Biests. Okay. Ach, Elig. Lass mich doch in Ruhe. Und damit meine ich natürlich mein Mii. Sehr gut, da flog's im hohen Bogen weg. Ach nein, das kann man ja gar nicht aufheben. Ich hab... Wow, ich bin so aus der Übung. Das ist übrigens direkt nach der Duck Hunt Duo Aufnahme. Für den Fall, dass ihr euch wundert, dass ich sage, ich bin aus der Übung. Es ist immer noch in meiner Phase, in der ich nicht sonderlich weit gekommen bin mit Üben. Das wiederum ist sehr schön. Sorry, Bischer. Essen. Die Zeitlupe hielt irgendwie übermäßig lange an. Das war gerade seltsam. Ja, spring genau rein. Schön. Oh, das ist eine Bombe. Yay, sehr schön. Na gut, das war okay. Dann muss ich jetzt hoffen, dass die Hände nicht allzu schlimm werden und dass vor allem mein Ebenbild nicht ganz so krass wird. Okay, drückt mir die Daumen. Drückt mir eure crazy Hände und eure Meisterhände. Also den Meister-Daumen natürlich. Den crazy Daumen. Viel Schaden austeilen, wenig Schaden einstecken. Ziel für die heutige Session. Sieht ja schon mal gut aus. Das war schon mal blöd. Okay, Moment. Okay, gut. Der Angriff ist stärker als erwartet. 16% ist auf jeden Fall ziemlich okay. Oh, Moment. Kann ich? Fliegt das hoch genug? Ja, es flog hoch genug. Oh, ich bin gleich von Anfang an reingesprungen. Das ist ja ein Traum. Puh. Okay, sehr schön. Gut. Dann werde ich jetzt wieder Essen werfen. Das hat, oh Gott, das hat sich nicht gelohnt. Okay. Ja, das ist nicht schlecht vom Output. Dann werde ich den Hammer hier vielleicht auch benutzen. Ah, vielleicht können wir auch Essen holen, ganz viel, um uns zu heilen. Ich denke nicht. Ah, das wollte ich nicht. Nein, 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 das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Oh.
Ja, okay, das war's. Gut, aber das ist nicht so schlimm. Ja, da werde ich jetzt noch abwarten. Ah, das gibt es nicht. Wie kann das eigentlich so oft passieren? Jedes Mal. Gut, das war's. Essen werfen. Sehr gut. Ach, ich sehe dich kaum, Mr. Game & Watch. Okay. Nimmst du mir das weg? Gut. 2 Minuten 17. Das heißt, wir haben jetzt 6 Minuten. 5 Minuten. Okay, wir haben auf jeden Fall mehr Zeit als beim letzten Mal. Danke für das Herz. Los, 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 los. Mir doch egal. Gut. Sehr schön. Wow, Mr. Game & Watch, du bist ordentlich. Ja. Mhm. Lass dich mal schneller fallen. Okay, okay. Gut. Auch weg mit dir. Perfekt. So, einmal ranhauen. Nein, einmal ranhauen. Den komischen Typi wegmachen. Perfekt. Oh, Strategie. Mensch. Dann wirf uns mal nach draußen. 9% ist auf jeden Fall echt super zur Zeit. Ah, komm schon. Spring. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Angriff ist übertrieben stark. Okay, den Gegner hier sind wir auch ausgewichen. Perfekt. Gut, die ignorieren wir. Den ignorieren wir nicht. Den machen wir kaputt. Gut. Sehr gut. Sehr schön. Na, dann möchte ich mich ganz kurz nochmal zur Seite begeben. Perfekt. Mhm. Ganz sachte. Okay. Gut. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das dürfte alles gewesen sein. Das heißt, wir können uns jetzt um dieses komische Ding da kümmern. Yes! Oh, Leute! Cool! Das ist der Mega-Hammer! Ich hätte nie gedacht, dass ich das wirklich irgendwann mal schaffe. Yes! Oh, ist das schön! Oh, ich hab verfehlt. Oh, ist das schön! Gut, danke. Oh, ist das schön! Und schön! Und schön! Oh, geil! Das war der beste Finisher ever. Ah, ich freue mich, dass ihr das miterleben konntet. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Unglaublich. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass wir Game & Watch geschafft haben. Ich schaue mal, was mit den anderen Charakteren jetzt zu machen ist. Ich weiß es ja nicht so ganz. Ich kann ja vielleicht auf gut Glück einfach mal 8.1 probieren. Wenn es so läuft wie hier, wäre es cool. Aber es ist halt Olimar dabei, ne? Ist irgendwie doof. Na gut, was soll's. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elig. Bye!